Hast du eine Freundin? Willkommen zum weiteren Video auf meinem Kanal, Leute. Und ja, heute gibt es ein Fragen- und Antworten-Video. Und ja, kommen wir direkt zur ersten Frage. Wie bist du auf den Namen Feuerstein gekommen? Ganz easy. Ja, schau dir einfach das Video an. Hast du Krankheiten? Nein, habe ich nicht. Mit welchem Programm machst du deine Thumbnails? Ich mache die mit Photoshop, aber das hat auch nichts zu sagen. Kann man auch mit GIMP machen. Bist du stolz auf deine Community? Ja, ich bin sehr stolz auf meine Community. Eigentlich übel nice, dass wir überhaupt schon so weit gekommen sind mit unseren Abozahlen. Guckst du Anime? Wenn ja, welche? Nö, ich gucke kein Anime. Ha. Wie kann man mit dir spielen? Stein.eu und dann zocke ich mit euch. Wenn ich gerade keinen Bock habe, dann müsst ihr es auch respektieren. Immerhin habe ich eine sehr große Fanbase und da wollen viele mit mir spielen. Wurdest du gepusht? Bist in so kurzer Zeit echt groß geworden. Ups, feier dich mega. Ach, und du musst mal im Inclap fast zwischen direkt an die Kante oder die Spitze. Das zweite, ja, ich gehe immer an die Kante und an die Spitze und ich wurde nicht gepusht. Nein, ich wurde tatsächlich noch nie gepusht, aber auch noch nie Werbung irgendwo gemacht. Ja, einfach mal auch ein Tipp an euch. Macht das nicht, das macht euch nur unbeliebt. Gehst du arbeiten und ja, was? Nein, ich gehe nicht arbeiten. Ich bin erst 15, fast 16 Jahre alt. Da ist das Arbeiten für dich noch nicht so relevant. Außerdem, wenn ich Geld brauche, ne, YouTube-Money. Wenn du deinen neuen PC hast, kannst du dann an deinen iMac verlosen. Nö. Warum bist du so motiviert, mit YouTube weiterzumachen? Leute, ihr müsst wissen, ich mache seit 3,5 bis 4 Jahren YouTube und ja, da ist einfach viel Motivation dahinter. Und klar, irgendwann hat man mal ein bisschen kurz keine Lust, aber es ist eigentlich immer nice, man hat immer Motivation. Und ja, das liegt einfach daran, dass ihr so aktiv seid und dass ihr mir so viel Lob gebt, also weiter so. Wieso zitterst du immer? Das liegt daran, dass ich Jitter klicke. Ja, man sieht es, glaube ich. Ja, Jitter, gleich mehr CPS, aber zittern. Was ist dein Lieblings-RP all-time? Bist du auf einer Privatschule? Nein, bin ich nicht. Ich bin auf einem öffentlichen Gymnasium. Hast du eine Freundin und machst du irgendwann mal Facecam? Facecam wahrscheinlich eher nicht und eine Freundin habe ich auch nicht. Was sagen deine Eltern dazu, dass du YouTube machst und was sind deine Ziele? Willst du bei Varo mitmachen? Bei Varo mitmachen? Naja, weiß ich nicht. Ist natürlich auch cool, mit den Leuten so ein bisschen zu kooperieren. Vielleicht schon. Wer ist dein Lieblings-YouTuber oder deine Lieblings-YouTuberin? Das sind die Jungs von Worldwide Wohnzimmer. Auf jeden Fall mal abchecken, Leute. Würdest du lieber 500k, aber diese Community ist nicht richtig aktiv, oder hättest du lieber 100k und mit einer aktiven Community? Würde ich einfach mal sagen, aktive Community mit 100k. Leute, ihr müsst wissen, inaktive Abos bringen einem gar nichts, denn das ist einfach nur eine Zahl und die Leute existieren ja quasi gar nicht. Was willst du 2018 bis 2019 noch erreichen? Ich möchte die 100k Abos erreichen. Ja, mal gucken, ob ich da meinen Content ein bisschen umstrukturieren muss, weil ich natürlich nicht so viele Leute vielleicht erreiche mit Bad Boys Content. Grüße gehen auf jeden Fall raus an Jonas. Wieso bist du so gut? Ja, keine Ahnung. Hattest du mal eine feste Freundin? Weiß jemand deiner steinigen Reader-Freunde, dass du YouTube machst? Ja, Grüße gehen raus an Ferdi. Und ja, jemand meiner steinigen Reader-Freunde. Und nein, ich hatte nicht wirklich was Festes. Also von daher, nö. Ja, zurück in die guten alten Course-Times oder zurück in die Kindheit? Zurück in die guten alten Kindheit. Denn, naja, da waren ziemlich coole Sachen dabei. Auch in der 6. Klasse vor allem war ziemlich nice. Meinung, Drogen, Zigaretten. Einfach mal ein Video hier anschauen. Was hörst du von Musik, wenn Deutschrap von wem? Ich höre kein Deutschrap, aber ich habe früher gerne Deutschrap gehört, unter anderem halt Sido und sowas, also nicht das, was die meisten hören. Razor Death Adelito. Hast du eine Freundin? Wie alt bist du? 28. Wann hast du mit Minecraft angefangen? Circa 2012. Was war das Peinlichste, was dir je in deinem Leben passiert ist? Mein erstes YouTube-Video, aber das kennt ihr nicht. Hast du mal eine Straftat begangen, jemanden geklaut oder so? Ja, ich habe damals eine Pokémon-Karte einem Freund geklaut und ich wusste nicht, dass es so hart ist. Welche YouTuber guckst du eigentlich? So Leute wie Minimi-Checker, Worldwide Wohnzimmer, Eggman. Also so ein bisschen bekanntere, sag ich mal. Auch ein paar Unbekannte, aber das sind dann meistens eher Freunde. Wie breit bist du? Ein Block circa. Oh mein Gott, Feuerstein! Nimmst du auf? Ja. Bist du gut in der Schule? Joa, geht, ne? Also so mittelmäßig. Bist du auch andere Spiele aus MC? Joa, ich habe ein paar wie Rocket League, Overwatch, Minecraft, Don't Starve. Hauptsächlich, Leute, spiele ich aber Minecraft. Ja, Overwatch war auch mal eine Zeit. Bin da Level 500 irgendwas. Grüße gehen hierbei auch wieder an Ferdi raus. Dö, es geht, Alter. Es geht wieder jeder auf mich hier, ne? Geht ja gar nicht. Ha!
Darf ich mal mit dir aufnehmen, bla 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 bla. Nee, darfst du nicht. Und das gilt auch übrigens an alle. Alle, die mit mir aufnehmen wollen, müssen halt mit mir gut befreundet sein. Und nein, Leute, es bringt nichts, einfach so auf den TS zu kommen und nach Freundschaft zu fragen. Es gibt ja ein paar Leute, die haben sagen so, ja, können wir befreundet sein für Aufnahmen und so. Leute, macht euer Ding. Ja, zieht euch nicht an Leuten hoch. Oder was heißt, zieht euch nicht an Leuten hoch. Vielleicht mögt ihr mich auch so. Aber Leute, macht's auf jeden Fall kurz und knackig. Macht euer Ding. Kannst du mal zocken mit Z-Hype? Das tue ich eigentlich ziemlich oft. Stein.eu, bester TS deines Lebens. Leute, abschließend möchte ich noch was zu euch sagen. Und zwar, danke, dass ihr so viele Fragen gestellt habt. Ich möchte auch noch mal kurz was festlegen. Und zwar ist es so, dass ich auf Stein.eu jeden Tag chille. Also wenn ihr mit mir reden oder spielen wollt oder whatever, dann kommt auf Stein.eu oder wenn ihr aufnehmen wollt. Das Ding ist halt, dass ich eigentlich nicht mit vielen aufnehme. Aber angenommen, ich würde mit jedem aufnehmen, jeder könnte dann auf Stein.eu kommen. Also Leute, shared euch nicht und kommt auf den coolen TS Stein.eu zusammen mit Venom, Z-Hai, Batscaven-A, Prings und Dreiviertel, Lotik, Black Eagle-FNA und viel mehr sind wir dort aktiv und wir würden uns über jeden Member von euch freuen. So. Des Weiteren, danke für die fast 11k, sind nur noch, circa eine Woche ist noch, dann haben wir die 11k auf jeden Fall, Leute, und nochmal riesigen Dank für diesen fetten Support und ich bin dumm und tschüss! Ich bin der Uwe und ich bin auch dabei. Take me places that there are